Glück auf! Heute bin ich mit meinem Freund Cees am Wasser. Das ist mir immer eine besondere Freude. Viele von euch wissen ja, dass er ein absoluter Barben-Spezialist ist. Manche würden sogar Spaceman sagen, Spaceman Hunter oder ähnliches. Aber ich finde ja, diese Anglizismen sind ein absolutes No-Go. Gut, soweit. Also auch von mir aus, für die, die zuschauen, hier sind wir am Morgen an ein schönes Flüsschen in Nordrhein-Westfalen. Genau, wo es immer wieder Spaß macht und allein die Natur ist schon begeisternd. Mit Cees bin ich immer gern zusammen, weil ich ständig mit Argusaugen schaue, was er so macht. Denn ich habe so viel von ihm gelernt. Ich muss sagen, viele Dinge, zum Beispiel sein Rig, über das wir gleich noch sprechen werden. Das habe ich mir von ihm abgeschaut und so vieles andere auch. Ich gehe zwar auch mal gerne allein angeln, aber zu zweit macht es immer besonderen Spaß. Man kann sich Wartezeiten überbrücken. Man kann auch mal gemeinsam schweigen und ruhig sein. Alles muss man können. Alles muss ein guter Angelpartner können. Aber wenn dann mal ein Fisch beißt, man kann Kescherhilfe geben. Man kann die zweite Route aus der Gefahrenzone holen. Also das sind schon Dinge, die sinnvoll sind und die das Angeln zu zweit besonders reizvoll machen. Gut, dann hat er heute seine erste Saisonbarbe gefangen und dann gleich eine zweistellige. Wobei mit zweistellig nicht die Zentimeter gemeint sind, sondern... Das ist schon Schnee. Das war wirklich schon ein toller Fisch. Ich habe mal auf der GoPro, ich weiß noch nicht, ob ich ihn jetzt davor reinschneide oder jetzt anschließend zeige, aber ihr werdet die wunderschöne Barbe noch sehen. So, soll ich die andere reinholen? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Irgendwann kommt er natürlich unter dem Ufer. Ja. Befürchte ich. Aber kurz will ich dich noch mal. Ich habe dich jetzt auf der GoPro. Das passt auch zu einem Pro natürlich. Natürlich. So, dann gucke ich mir das noch mal ganz genau an hier. Was du so alles hast, ne? Das muss ich ja wissen. Aber selbstverständlich, ja. Aber nur angucken reicht da nicht. Nee, ich mache auch anfassen, mach dir keine Sorgen. Herrlich. Das könnte deine erste Barbe der Saison werden. Ja. Das wäre allerdings denkbar. Das könnte in der Tat so sein. Deine Route hat ja eine tolle Aktion, muss ich sagen. Ne? Ja, ja. Das ist schon genial. Bis in den Handgriff drin. Ja. Bei dieser wahnsinnig starken Fische brauchst du auch ein bisschen Power. Er setzt den ganzen Körper ein, nicht nur die Barbe, auch der Cees. Ich muss hier gegen dich bieten. Ja, hättest du mal besser gefrühstückt. Habe ich, in der Tat. So, da könnten wir sie jetzt gleich sehen. Ich sehe schon was. Aber eine tolle. Das ist
Hilfe, das dreht sich hier gerade. Aber ich habe sie trotzdem. Oh. Meine Güte, ist das ein Monster. Das ist ein klassischer englischer Doppel. Boah, ja, das ist ein Double. Das ist ein Doppel. Ja, so kann man der Saison anfangen. Ein Haken. Wird alles aufgenommen, ne? Ja. Vielleicht machst du doch den Widerhaken ab. Nein, du bist nicht dran. Ja, Wolfgang hat gefragt, kannst du mal kurz was sagen zu meine bevorzugte Methoden. Ja, tue ich natürlich gerne. Also in dieser Jahreszeit, wo gerade ein Eisvogel vorbeifliegt, auch schön hier, nehme ich gerne eine kleine Kette von 8 mm Pellets. Und albern, ich liebe die Kombination von Schwarz und Rot. Mehr als nur Rot oder nur Schwarz. Ist Aberglauben wahrscheinlich, aber ich schwöre darauf, ohne geht's bei mir nicht. Und das gerne an einem Herr, an einem Achter widerhakenlose Haken. Und da komme ich gleich noch zu. Das ist eigentlich überhaupt für mich Standard. Egal wie ich angle und wo ich angle, bei mir sind kein Widerhaken zu entdecken. Sicherlich bei der Barmangelei braucht man die auch wirklich nicht, weil solange man Spannung auf die Schnur halten kann, wird sich die Barbe nicht von den Haken lösen können. Und würde unverhofft doch mal was passieren, ein Vorfachriss, dann ist ein Fisch, so ein widerhakenloser Hake, auch relativ schnell wieder los. Und das halte ich für wichtig. Wenn wir angeln, dann sollen wir das so gut wie es geht fischschonend tun. Und da gehören solche Materialien zu. Gut, jetzt hast du ja so eine seltsame Schlagschnur da noch am Ende des Vorfaches. Ja, das ist... Das ist ja eine besonders spannende Geschichte. ich wusste, dass du das sagen würdest. Im Grunde genommen ist das etwas, was wir ja eigentlich schon vor, ich denke, 10 Jahren erfunden ist vielleicht ein großes Wort, aber uns entwickelt haben und dann eigentlich auch nachbauen lassen von Leuten, die das professionell tun. Und ganz ehrlich gesagt, es wird Leute geben, die sofort sagen, wenn sie das hier in Einzelheiten sehen, das ist ein Todesmontage. A death rig, so wie die Engländer das so schnell, so schön zum Ausdruck bringen. Nichtsdestotrotz angle ich da gerne mit, aber wie gesagt schon in Kombination mit einem Vorfach, wo ein widerhakenloser Haken dran montiert ist. Und wir haben auch einen guten Grund, das zu tun. Ein Backstop zu angeln, wobei der Korb eigentlich nur über eine beschränkte Länge gleiten kann. Im Gegensatz zu einem Free-Rig-Montage, wobei der Korb grenzenlos über deine Hauptschnur bewegen kann, ohne dass es irgendwelche Stops da drin gibt. Warum mache ich das? Ich angle viel auf Gewässer, Rhein, Waal, Eisel, Donau, wo es felsig ist, wo viele Obstakel sind. Und wenn ich einen Biss habe und den Fisch drille, gerade so kampfstarke Fischarten wie Barben, dann passiert es häufig, dass mit schweren Körbe so ein Fisch sich hinter einem Stein festschwimmt. Und dann ist der Korb eigentlich das Objekt, das das weiter rausziehen und weiter drillen verhindert. Bei einem Free Running Rig liegt der Korb irgendwo in den Stein. Der Fisch kann eigentlich nur Schnur nehmen und das unbegrenzt. Das heißt, dein Korb kommt damit nicht mehr raus. Die bleibt da, weil da keine Spannung mehr drauf ist, weil der Fisch an
am Schnur zieht und eigentlich nur den Vorfach und der restliche Hauptschnur mitziehen kann. Hat man einen Backstop, so wie in diesem Fall, dann kann der Fisch eigentlich nicht mehr wegziehen, als wo der Backstop ist, und muss dann auch den Korb bewegen. Sonst kommt er nicht weiter. Und in 9 von 10 Fällen, und wahrscheinlich untertreibe ich da sogar, wahrscheinlich ist es 95 von 100 Fälle, wo wirklich ein Hänger ist mit einem Fisch am anderen Ende, zieht er den Korb wieder aus den Steinen raus und kann man den Fisch landen, statt dass man die irgendwo verliert. Das heißt nicht, dass man immer und überall diese Montage benutzen muss oder sollte. Es ist auch nicht eine Montage, die man für Anfänger empfehlen würde, möchte ich sagen. Aber steinigen Gewässer bietet das sicherlich Vorteile. Hier, wo wir gerade sind, ging es auch ohne. Und es ist meine eigene Faulheit, dass ich das nicht gewechselt habe, könnte ich aber. In der Regel passiert ja nichts. Und auch wenn mal was passieren würde hier, haben wir immer noch diesen Widerhaken. Guck, da ist er. Dieser widerhakenlose Hake. Also irgendwann befreit der Fisch sich. Halt ihn mal vor die Hand, damit wir das überprüfen können. Ob das wirklich... Ja, der ist wieder hakenfrei. Na gut, ich glaub's dir. So, und vielleicht für die, die dann sagen, ja, du hast ja gut reden, das ist alles Schwachsinn. Wenn ich einen Free-Running-Rig habe, dann bin ich sicher, dass der Fisch nie einen Korb hinter sich her schleppen wird. Stimmt. Aber wenn irgendwann nicht mehr zu vermeiden ist, dass man einen Abriss hat, dann passiert das nicht notwendigerweise alleine oder nur auf dem Vorfach. Es kann auch sehr gut sein, dass es auf der Hauptschnur ist. Und dann geht diesen Fisch zwar ohne Korb, aber mit 10, 20, 30 Meter von deinem Hauptschnur davon. Und dann kann man sich die Frage stellen, ist das denn so viel besser? Und ich kann nur aus eigener Erfahrung 20 Jahren Barmangeln sagen, das passiert uns allen, weil der Hauptschnur hat auch zu leiden. Die liegt ja auf dem Boden, geht über die Muscheln und so weiter und so fort. Das heißt, risikolos ist nichts. Risikoarm können wir es uns machen. Und dann müssen wir nachdenken, wie man das dann unter den gegebenen Bedingungen an einem gewissen Fluss am besten macht. Und der Wal kann das sein, der Wal kann auch ein Free-Running-Rig sein, je nachdem, wie die Bodenbeschaffenheit des Flusses ist. Und so liegt die Wahrheit wahrscheinlich immer irgendwo in der Mitte. Und wie ist das mit Verwicklungen? Verwicklungen, ja, das ist eigentlich mit ein Grund, warum wir diese Montage entwickelt haben. Das kann man auch gut sehen hier. Dafür dient dieses Endteil hinter der Perle. Das steht eigentlich durchs Gewicht von dem Korb aus. Und wenn das lang genug ist, dass es mit den Wirbel unter dem Korb guckt und daran das Vorfach montiert ist, hat man eigentlich im Flug, beim Einwerfen, immer ein quasi verhedderungsfreie Bahn und wird sich eigentlich in 99 von 100 Fällen das Vorfach schön im Wasser strecken, ohne dass es irgendwie Verhedderungen, Verwicklungen und Sonstiges gibt. Was übrigens auch zur Vorfachbruch führen kann, wenn das der Fall ist. Also das ist auch ein Sicherheitsteil, aber auch einer, der sicherstellt, dass wir die volle Fähigkeit, Funktion der Montage ausnutzen können. Jetzt wisst ihr auch, warum ich dem C so gerne zuhöre und genau gucke, was er macht. Denn dieses Rig ist eins von meinen beiden Lieblingsrigs, muss ich ganz eindeutig sagen. Das ist einfach genial. Ich habe es zwar, weil ich es auch selber baue, dann in weiß gemacht, also in durchsichtig, sodass es keine echte Kopie ist, sondern was ganz anderes. Aber es ist genau dasselbe. Ja. Was ist das für Material? Ich benutze dafür Amnesia.
Eigentlich kommt das aus der Brandungsangelei, Meeresangelei. Das ist ein gedächtnisfreier Nylon. Also das heißt, die kann sich zwar verwickeln, aber einmal strecken und gerade über ein bisschen Dampf oder in Wärme und er ist wieder total glatt und schnurstrack und bleibt das auch. Das heißt, auch wenn das mal irgendwann, aus welchem Grund auch, vielleicht irgendwie so ein komischer, wo man normalerweise komische Zwirl hat, die man normalerweise nicht haben möchte, weil dann natürlich der Flugbahn und auch das Unterwasserleben nicht mehr so gut ist, braucht man die nur ziehen und es ist wieder gut. Durchmesser ist etwa 0,50. Also es ist sicherlich nicht die Bruchstelle in der ganzen Aufbau, ganze Montage. Dazu 0,31er Hauptschnur und 0,28er Vorfach. Also immer dünner, dickeren Hauptschnur, als dass ich mein Vorfach wähle. Und das tut wahrscheinlich jeder. Wichtig auch die Routenablage. Das ist zum Beispiel die für das linke Ufer. Man sieht das an dem etwas höher stehenden Bogen. Für das rechte Ufer braucht man dann also eine andere Routenablage, wo die Verlängerung auf der anderen Seite ist. Ich habe mir inzwischen zur Vereinfachung gleich einen zweiten Routenständer besorgt, so ein Tripod, sodass ich also tatsächlich ein für das rechte und ein für das linke Ufer habe. Das ist dann sehr hilfreich. Ich habe auch noch so einzelne Routenablage, die habe ich jetzt mit R und L beschriftet, sodass ich auch da todsicher die richtigen greife. Ja, dann ein Wort zum zweiten Rig.
das ich jetzt heute benutze. Zum einen habe ich hier einen Schnellwechselwirbel, in den ich das Vorfach eingehängt habe. Darüber kommt dann so ein Schutzgummi, das gleichzeitig den Abstandshalter macht. Den Wirbel habe ich befestigt mit dem besten Knoten, den es gibt, mit dem Palomar. Nichts hält ewig außer einem Palomar. Darüber ein Wirbel- und Knotenschutz. Der schiebt sich so halb über den Wirbel. Darüber vor dem Stopper ein Einhänger. Ich habe da einen mit einem etwas dickeren Ring genommen, nicht einen normalen Wirbel, der ist mir zu dünn. Und da habe ich Sorgen, dass auf Dauer hier der Ring einschneidet in die Schnur. Also so ein dickes, das gibt es in den Freerun-Rigs von verschiedenen Herstellern. Sucht euch nur einen aus, wo man das Blei oder den Futterkorb schnell und einfach einhängen kann. So wie hier, kleine Sicherung drüber. Schon ist das Ganze entsprechend fest. Es gibt auch solche Ringe, da ist das eine endlose Fummelei, um das Ganze zu befestigen. Da hat man hier richtig Arbeit. Und das ist jetzt ein reines Freerunning-Rig, das also komplett frei auf der Schnur läuft. Vor- und Nachteile hat sie es ja ausführlich erklärt. Ich habe das heute dran, weil ich gerne beide demonstrieren wollte. Gerade zum Einstieg an nicht so schwierigen Gewässern mit wenig Hindernissen, da ist das hier einfach, aber effektiv. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Eigentlich nicht. Gut, dann mache ich jetzt erstmal Schluss für den Augenblick. Oh, dieser blöde Apparillo.